Flugzeug. Gab es im alten Indien Flugzeuge? Die Frage, ob es schon früher, vor dem 19. Jahrhundert, Flugzeuge gegeben hat, beschäftigt Menschen immer wieder. Erich van Däniken ist einer von denen, die gesagt haben, ja, es gibt andere Ebenen und es gibt Leben auf anderen Planeten und dort gibt es auch Flugzeuge. Und tatsächlich, in den alten indischen Schriften wird berichtet von Vimanas, V-I-M-A-N-A-S, Vimanas, Einzahl Vimana. Und Vimana heißt tatsächlich Flugzeug. Und es wird beschrieben, wie es verschiedene Arten von Vimanas, verschiedene Arten von Flugzeugen gibt. Es gibt solche, mit denen man über kleine Distanzen fliegen kann. Es gibt solche, die, wenn sie die Feuer spucken und Rauch erzeugen und wenn sie eine gewisse Geschwindigkeit erreichen, einen lauten Klang, Knall erzeugen. Man könnte sagen, waren vielleicht Düsenflugzeuge. Es gibt Vimanas, die in andere Galaxien hinfliegen können. Und es gibt Vimanas, Flugzeuge, die mit dem Geist und den Gedanken betrieben werden können. In diesem Sinne werden viele Arten von Vimanas Flugzeuge beschrieben. Inwieweit die eigentlich nur der Fantasie von Autoren entsprungen ist, inwieweit diese Art von Vimanas Flugzeuge tatsächliche Beschreibungen von Beobachtungen sind, aus einer Zeit, wo mehr Menschen aus anderen Galaxien uns hier besucht haben, das sei dahingestellt. Jedenfalls ist das Interessante, in Ramayana und Mahabharata werden tatsächlich Vimanas im Sinne von Flugzeugen beschrieben.